Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu Medieval Dynasty und einer weiteren Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und zuschaut. Heute wollen wir auf jeden Fall unsere Sachen verkaufen und ein paar Questen erledigen. Ja, dazu gehen wir doch immer zu der guten Frau hier. Also, der verkaufen wir jetzt schon mal unser gesamtes Fleisch. Dann kriegt ihr auch die Karotten, die rote Beete, die ist eh gammelig. Die Pilze und den Weizen. Wunderbar. Somit haben wir jetzt wieder 1180 Goldstücke. Perfekt. Ja, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt, unsere Verkaufsaktion. Jetzt wollte ich mal eben gucken, wie viel Steuern müssen wir denn zahlen? Und dazu da 1175, also unsere Steuern haben wir drin. Wir können noch 4 Gebäude bauen. Das ist gut. 471,5 haben wir an Brennholz, das ist auch gut. Bevölkerung 12, ja, wir könnten noch, genau. Wir könnten noch, aber hier ist, Dach da hinten. Muss doch einer sein im Job. Da habe ich da irgendwie so ein... Ich hatte doch eben so ein Ausrufezeichen gesehen hier. Okay, dann gucken wir erstmal, dass wir vielleicht mit denen noch quatschen können. Wer bist denn du? Ja, du kannst nicht so viel, ne? Und du? Du bist ein guter Jäger. Und du? Bist auch ein guter Jäger, ein guter Schmied. Ne, dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber. Ins andere Dörfchen. Zu unserem Schwiegerpapa. Mal gucken, was da so rum rennt. Aber da sehe ich auch keinen. Hier ist keiner mit dem Auftrag. Da kann doch bald gar nicht sein. Die haben gar keine Jobs mehr für uns. Sind wir so beliebt? Oder so unbeliebt? Dass die gar keine Arbeit mehr für uns haben? Gut, sonst könnten wir nochmal oben ins Dörfchen, dann könnten wir direkt nochmal nach der Mine gucken. Und da eventuell reparieren, falls nötig. Sollen wir mal eben auf die Map gucken? Ne, hier ist tatsächlich, doch da oben ist... Da oben ist eins und bei uns im Dorf wäre ein Job zu machen. Okay, dann machen wir es so. Wir gucken eben am Lagerfeuer, was hier so... 2, 3. Komm, dann versuchen wir den mal. Hast du einen Moment Zeit? Harter Job, plus 2. Hast du noch einen Moment Zeit? Wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen? Plus 0. Noch einen Moment Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Plus 5. Vielleicht noch mal einen Moment? Nein? Okay. Ist ja gut. Dann werde ich jetzt gehen. Gut, dann rennen wir rüber zu dem anderen Dörfchen. Und eben die bisschen mehr Querfeld ein. Perfekt. So, darüber. Meine Güte, der Vati, der hat ja aber... Der hat Großes vor, so wie der eingezäunt hat, würde ich sagen. So, und dann bin ich auch froh, wenn das Frühjahr kommt, wenn wir unser Flachsfeld machen können. Ich renne natürlich wieder todesmutig querfeld ein und habe da kein Speer dabei. Na lauf, lauf, mein kleiner Hirsch. Thank you.
So, da hinten rüber müssen wir. Die Nase juckt, gibt einen drauf. Ja, wie gefällt euch das Spiel und vor allen Dingen der größere Patch? Würde mich natürlich auch mal brennend interessieren, was ihr so generell jetzt zu dem Spiel sagt, nachdem ihr, denke ich mal, auch alle eine ganze Zeit lang gespielt habt und auch den großen Patch vor mir noch miterlebt habt. Haut doch einfach mal in die Kommentare. Also da würde mich echt mal, das würde mich echt mal interessieren, wie euch so mittlerweile das ganze Spiel mit auch dem neuen Content gefällt. Was ihr euch vielleicht auch noch zusätzlich wünscht. So, das ist doch unser, ne? Schauen wir mal eben. Hier scheint aber alles in Ordnung zu sein, gell? Da ist nichts drin. Das könnten wir eigentlich mal eben schon mal umpacken hier. So, zack. Mal rüberbringen. Wunderbar. Dann kann ich hier im Management mal eben reingucken, weil wir brauchen ja ein bisschen mehr hier kann man das kann man hier gar nicht einstellen. Wie? In einem Grabungsschuppen? An dem einen Grabungsschuppen. Wo ist denn der andere? Wir haben noch zwei, oder? Da ist doch. Genau. Wir haben doch zwei Grabungsschuppen, oder nicht? Da, genau. Der hier. Zack, genau. Da könnte man dann natürlich mal sagen, wir brauchen ein kleines bisschen Salz weniger. Kalkstein können wir auch auf 15, dafür machen wir, soll er mal mehr Ton machen. Mal so. So, genau. Ja. Ja, perfekt. So können wir stehen lassen. Dann könnte man natürlich noch einen Bergarbeiter einstellen, dann geht es ein bisschen schneller. Ja, die haben auch schon fleißig ausgesät hier. Na, ich glaube hier drin, ne? Du hast einen Job für uns. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Mister, darf ich dich etwas fragen? Natürlich, mein Kind, was gibt's? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen. Aber dazu fehlen mir die Gegenstände. Und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Weiter, mein Kleiner. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ich werde dir bringen, was du willst, mein Kleiner. Und was willst du? Genau wie Papa. Okay. Journal ist er, glaube ich, ne? Genau wie Papa. Quest verfolgen. Was möchte er denn? Einen hölzernen Hammer. Komm, du kriegst meinen. Bitteschön. So. Gut, dann haben wir den doch auch. Dann gehen wir zurück in unser Dörfchen und dann würde ich sagen, machen wir den Job da noch fertig. Schön mal über das Feld laufen, damit die nicht so viel ernten. Wenn hier einer verkauft, dann sind wir das. Ja, nochmal zurück. Also mich würde tatsächlich echt interessieren, wie ihr so die ganze
Entwicklung von Medieval Dynasty seht und wie es euch gefällt oder was ihr euch auch vielleicht noch wünscht. Also ich würde mir natürlich, keine Frage, noch irgendwelche Arbeitstiere, Reittiere wünschen, die auch vielleicht ein paar Sachen noch transportieren können mit einem Karren oder so. Fände ich echt eine super, super coole Idee. Also zumindest für die nahe Zukunft. Für die ferne Zukunft hätte ich natürlich auch ganz viele Sachen, die ich mir wünschen würde. Vielleicht auch noch Ausbau des auf dem Königreich oder so in die Richtung auf jeden Fall. Aber da bin ich echt mal gespannt, was ihr so dazu sagt. So, gehen wir auch wieder querfeldein, oder? Kann ich ja, im Winter kann ich ja getrost querfeldein gehen. Da sind ja hier keine Pilze und Bärchen, die ich sammeln kann. Und da geht der Weg dann relativ zackig. Ja, dann hätten wir, ach, wir sind eigentlich, da hätte ich eigentlich den Eingrabungsschuppen abreißen können und einen neuen bauen können, direkt an so einer Tonmine. Na, habe ich jetzt verpennt. Müssen wir dann nochmal machen. Der steht eh sinnlos da. So. Ja, ist ja gut. Krieg die wieder ein. Komm, ich geb dir was zu essen. Ich bin ja gar nicht so. Bist jetzt so viel gerannt, jetzt darfst du auch mal ein Häppchen essen. So. Nicht ganz voll machen, sonst kann er nicht so schnell rennen. Mit vollem Bauch rendet sich nicht so gut. Was mich auch interessieren würde, weil ich ein bisschen was umgestellt habe, wie findet ihr die Videoqualität? Ist die so gut oder möchtet ihr die noch ein bisschen besser? Weil ich habe ein bisschen umgestellt, damit ich mir ein bisschen mehr Zeit spare beim Rendern und beim Hochladen. Ich habe sie mir jetzt angeguckt, ich finde sie okay, aber ich würde natürlich gerne auch eure Meinung dazu mal hören. Von daher, da fände ich natürlich auch klasse, wenn das mal in die Kommentare haut, wie ihr so mit der Videoqualität zufrieden seid. So, 104 Brennholz wieder, wunderbar, 107 Rundhölzer. Steine haben wir auch genug, Ton und wir haben noch eine Tonne, die wir dazuladen können. Perfekt. So, dann wollen wir mal irgendwo hier, du hier. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Hey junger Mann, wir brauchen deine Hilfe. Letzte Nacht war ein schrecklicher Sturm, der unser Haus zerstört. Das wüsste ich, das kann nicht sein. Kannst du uns bitte helfen, Ressourcen zu sammeln? Und dass wir unser Haus wieder aufbauen, große Belohnung. Okay, na klar, helfe ich dir. Was möchtest du denn? Journal. Lehmbewurf, das war klar. 23 Rundhölzer. 23 Rundhölzer. Hab ich mich jetzt da verlesen? Die machen mich arm. Die machen mich arm. Na, das schaffe ich nicht. Dann machen wir mal 11. Damit kann ich gerade noch laufen. Den nächsten machen wir ein bisschen langsamer. Lehmbewurf. Jetzt muss ich nämlich tatsächlich gucken, wie man Lehmbewurf herstellt.
So, 11 hat er, dann kriegt er noch 12, ne? Boah. Himmel, Herrgott. Jetzt muss ich den guten Lehmbewurf, den ich eigentlich für die Aufwertung meiner Hütten haben wollte, auch noch dem geben. Ich bin einfach zu gut. So, 23 und jetzt Lehmbewurf. Wo mache ich Lehmbewurf? Ich nehme mir jetzt mal ein bisschen von dem Ton mit. Ich denke mal, das ist so eine 1:1 Geschichte, ne? Aber mache ich den in der Werkstatt? Muss ich den freischalten? Ich muss mal eben gucken. Gebäude. Ne, Technologien müsste ich ja dann gucken, ne? Geräteschuppen, Ressourcenlager, Herstellung, dann ist doch bestimmt in der... Nee, Reiter wäre eine Schmiede. Aber eine Schmiede macht keinen Lehmbewurf. Eine Näherei auch nicht. Scheune? Nee. Hühnerstall, Schweinestall. Jagdhütte. Einfaches Haus. Okay. Muss ich mal gucken. Da stelle ich die Sachen her. Brennholz. Gebäude. Taverne, Näherei. Ressourcen. Speicher auch nicht. Weiteres. Lagerfeuer, Möbel, Beleuchtung, Zäune, Fallen. Nee. Okay. Crafting. Hölzerne Werkzeuge. Weidenkorb. Ne, das da, was ich sowieso herstellen kann. Steinhacke. Wurfstein. Steinerner Spieß. Okay, hier auch nicht. Wo stelle ich denn? Beim Schmied kann ich mir nicht vorstellen. Der macht die gleichen Sachen wie der da oben. Ich war gerade hier. Irgendwas wollte ich noch gucken. Achso, ich wollte nochmal in den Schweinestall gucken. Die noch genug. Da ist Dunktierfutter, ist auch genug drin. Perfekt. Super. Du kümmerst dich gut um unsere Schweinchen. So, aber das nützt mir alles nichts, weil ich muss Lehmbewurf. Wie mache ich denn jetzt Lehmbewurf? Einfache Tasche. Vor allen Dingen, wo mache ich den Lehmbewurf? Vielleicht in der Scheune? Nee. Tierfutter. Lehmbewurf. Muss ich freischalten. Okay. Technologie. Ressourcenlager. Scheune. Ah, okay. Kann ich dann erst mit Scheune 2 herstellen? Kann das sein? Kann ich da natürlich noch nicht sehen.
Oh, Stroh und 10 Ton. Oh. Ja gut, die kann ich nicht erfüllen, die Aufgabe. Wenn ich habe ich viel zu wenig Ton dafür und B kann ich scheinbar noch nicht freischalten. Gänsehaut, da müsste ich auf der Zweier Lebensmittellager bestimmt warten, ne? Oder habe ich hier Fertigkeiten? Habe ich ja auch noch was. Holzfäller, Bergarbeiter. Eins mit der Erde. Mal eben gucken. Da muss ich mich auch mal drum kümmern, dass ich die hier verteile. Schmied, Bäcker. Na, die lasse ich erstmal nur stehen. Da bin ich mir nicht sicher, wie ich die am besten verteilen soll. Überlebenswillen haben wir. Da könnten wir noch einen reinsetzen. Und hier können wir einen reinsetzen. Holzfällen ist eigentlich auch nicht schlecht. Und den Bergarbeiter setzen wir ein. Aber da ist das nicht. Dann kann ich tatsächlich den Nebenwurf noch herstellen. So ein Mist. Da muss ich tatsächlich jetzt Aufträge erledigen und Sachen machen, damit wir hier auf die Scheune 2 kommen. 1500 Punkte brauchen wir dafür. Wir sind jetzt gerade mal, ach Gott. Das dauert noch. Okay, dann kann ich den auf jeden Fall wegpacken. Dann hat sich das erstmal, dann muss ich tatsächlich, oder wir müssen tatsächlich weiter questen, beziehungsweise die Leute zufriedenstellen. Derzeit haben wir dann auch mehr Ton. Das ist natürlich doof, dass ich dem meine Bretter gegeben habe. Meine Rundhölzer. Die könnte er mir vielleicht wiedergeben. Ne, tut er nicht, ne? Pomia, gib mir meine Bretter wieder. Ich die natürlich versemmelt jetzt. So ein Mist. Gut. ja, dann würde uns im Prinzip eigentlich nichts anderes übrig bleiben als, oh, hier hinten sind ja, da sind auch nochmal zwei. Sind die neu, die Dörfer? Die zwei? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee. Ja, der wird natürlich am meisten Sinn machen. Der hat nämlich zwei Jobs für uns. Der da hinten hätte nur einen. Und wir brauchen die Arbeit. Der halbe Winter ist jetzt rum. Da habe ich noch Leder und Pelz. Die kann ich aber mal eben rüberbringen. Salz kann oben, kann auch erstmal damit rein. So, bringe ich die mal eben wieder rüber, damit ich meine Kiste schon mal wieder wenigstens so weit leer habe. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, wir gehen da rüber und machen die zwei Jobs. Könnt natürlich auch noch eben ein bisschen Essen kochen. Mich vielleicht auch mal eben waschen hier. So. Ja, komm. Ja, schön sauber machen. Genau. Die Anziehsachen auch waschen.
So ist richtig, bevor wir kochen. Uns erstmal ordentlich waschen. So, perfekt. So, aber kann ich die nicht auch, die müsste ich doch auch einstellen können hier, ne? Management, Gebäude. Speicher, Speicher, Speicher. Wo ist denn die Taverne? Da unten. Gut, genau. So, perfekt. Nämlich die kann gebratenes Fleisch machen. Dann steht die auch nicht dusselig rum. Und dann hätte ich gerne natürlich Fleisch mit Soße. Mal gucken, vielleicht macht die uns ja auch eine Suppe. Vielleicht auch eine dicke Suppe. Gut, gebratenes Fleisch braucht sie auch, macht sie dann. Und dann würde ich sagen, machst du doch noch ein bisschen Fleisch mit Soße. Meine Güte. So, perfekt. Dann brauchen wir es nicht machen. Dann kann die kochen. So, und jetzt, meine Güte, beweg dich mal ein bisschen und koch. So, und jetzt hat man mir gesagt, wenn ich F9 und F5 drücke, oder war es F5 und F9, gehen die wieder an die Arbeit. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Wir werden es dann gleich sehen. Wir haben einen Fehler gemacht, glaube ich. Ja. Also F5 und F9. Gut, muss ich das nochmal nachspielen. Ich hoffe, meine Taverne ist jetzt nur fertig, sonst habe ich ein bisschen was zu tun. Ist sie natürlich nicht. Super, ich schaue mal eben, ob ich vielleicht Glück habe. Dass ich guck mal eben auf die Uhr. Und der. Nein, natürlich nicht. Super. Gut, ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Und ja, werde dann ein bisschen eben zurück nachspielen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier wieder. Gehen rüber, machen die Questen. Und ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Für das nächste Mal weiß ich Bescheid. Erst F5, dann F9. Statt F9 und F5. Ich hatte nur leicht was im Kopf, war jetzt auch schon länger her. Aber gut, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Bis zur nächsten Folge. Euer Dexter. Bye, bye.